Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video im Odin war shoppen, habe ich es ja schon gesagt. Wir haben einen neuen Kühlschrank. Du musst ihn halt da zeigen. Also nicht wundern, von außen sieht er genauso aus wie vorher, außer dass der jetzt silber ist, aber genauso behangen. Das hat halt die Kleine gemacht, das O von der Kleinen und ja, das hänge ich dann halt natürlich hier an, ist ja klar. Dann muss ich das mal abmachen. Wir haben ein Amica wieder. Also mein Alter war ja auch ein Amica. Jetzt wieder ein Amica bei Otto. Und hier hängt auch mein Switchboard, Feuchtigkeitssensor und Temperatursensor dran. Funktioniert super. So, der Kühlschrankschwein meldet sich auch. Leuchtet, zeig mal hier oben. Wir haben hier zwei. Hoppala, jetzt habe ich zu viel gemacht. Warte. 2, 4, 5, 6, 8. Also da wären wir eigentlich noch eine 3. Die haben wir nicht. So, hat er auch erzählt. Ich habe auch schon auf der niedrigsten Stufe, auf 2. Es ist trotzdem kalt. Die Wand ist hinten gefroren. Aber es ist halt auch nicht so, dass jetzt hier das Obst oder hier, ich habe hier zum Beispiel Sour Cream, das wird jetzt nicht hart oder so. Das ist halt nur, wenn du Wasser machst und das auf die Glasfläche legst, dann friert das. Hier, das ist jetzt zum Beispiel nicht gefroren, da ist Kohlensäure, glaube ich, drin. Nee, ist still. Und hier eine Tür friert auch nichts ein. Aber wenn man das jetzt direkt hier Eis auf die Platte packt, dann kann das passieren, dass das Wasser einfriert. Wir haben auch hier unten dann noch hier für ja, zum Belüften und nicht belüften. Das können wir dann hier auch noch rausziehen. Hier haben wir dann auch nochmal Wasser drin. Also viel Wasser im Kühlschrank, seht ihr ja, zum Kühlen. Und einmal Orangiada, ja, eine Cola und O-Saft. Und Y-Food von mir und ja, Käse, ja, und es funktioniert super. Es ist wirklich, also es kühlt. Hier haben wir dann auch den Sensor. Die soll auch angeblich, habe ich getestet, macht aber nicht. Wenn der Kühlschrank 3 Minuten aufsteht, soll angeblich auch ein Piepton kommen. Habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, habe ich schon 3-mal getestet. Und wenn man die neu kriegt nach 2 Stunden Wartezeit, soll man hier in diesen Fest cool machen. Dann macht er die, passt er die Temperatur irgendwie an oder so und dann geht er automatisch auf 2. So, ich habe jetzt von mir aus auch schon auf 2 gestellt. Josie hat auch, den Salat hast du nicht aufgegessen. Ja. Ja, und wir haben dann halt hier auch so durch den alten Kühlschrank so kleine Formen jetzt hier, wo wir dann halt, also Fächer, wo wir das hatten, weil der alte Kühlschrank hier unten grundsätzlich unten nass war, richtig nass. Und ich meine jetzt nicht nur so nass mit ein paar Tropfen, sondern richtig feucht. Da hat das Wasser gestanden. Auch hier unten hat das Wasser gestanden im alten Kühlschrank. Mussten wir regelmäßig wegmachen. Das war richtig belastend. Und dadurch ist halt auch das Brot dann immer durchgeweicht gewesen. Und deswegen haben wir das dann uns extra so Boxen geholt. Und dass du das halt besser organisieren kannst. Die kannst du besser nebeneinander stellen, um die Sachen so getrennt zu haben. So, mein Kühlschrankschwein. Da haben wir auch viele schon nachgefragt, das ist dieses. Das hat meine Mutter sich damals geholt in den 90er Jahren. Ich weiß gar nicht mehr bei welchem Katalog, keine Ahnung. Das gibt es so nicht mehr, es gibt jetzt andere Versionen davon. Und das habe ich nach meinem Auszug nicht gekriegt. Meine Mutter hat es ja nicht mehr benutzt. Und ich wollte das immer haben, den Kühlschrankschwein. Ja, und dann mit deiner dritten Wohnung, da hat es mir dann endlich gegeben und seitdem ist mein Kühlschrankschwein wieder im Kühlschrank und grunzt halt jedes Mal, wenn man den Kühlschrank aufmacht. So. Was nun? Ach, jetzt ist zu. Gut. Bei meiner Frau, die hat den gleichen, habe ich die Türen vertauscht. Da habe ich praktisch so gemacht, dass es auf der Seite aufgeht. Also wenn ihr auch ein Amica habt oder holen wollt, das geht wirklich easy. Wirklich easy. Ihr müsst nur hier oben diese Plaste lösen. Ja, das könnt ihr hier abmachen. So. Dann sind hier 3 Schrauben. Die macht ihr ab.
So. Und dann könnt ihr das komplett wegnehmen und dann ist hier das Scharnier, das ist halt auch nur so ein Plastikding, wo halt so Metall drin ist. Ja, und das könnt ihr dann wegnehmen und dann könnt ihr die Tür schon oben nach oben so raushebeln. Dann habt ihr hier unten so ein Ding. Gehen wir noch ein Stück zurück, dass ich das auch zeigen kann. Hier. Da macht er die Schrauben lose. 1, 2. Und dann habt ihr das auch in der Hand. Hier ist auch so ein Plasteteil. Aufpassen, damit das euch nicht rausfällt. Und dann am besten hier in den Kühlschrank legen. Mit Schrauben, damit er das nicht verliert. Dass das hier gleich dazu passt. Und das andere legt er oben hin. Und unten, hier seht ihr ja, das ist dann halt auch unten drinnen mit verankert. Und unten ist es dann, hier unten am Fußboden ist es dann halt auch. Unten beim Gefrierfach müsst ihr aufpassen. Also ihr habt praktisch hier oben, geht leicht ab. Das in der Mitte geht auch leicht ab und leicht rauszuhebeln. Aber unten müsst ihr den Kühlschrank kippen. Da braucht ihr jemanden, der festhält oder gegen die Wand kippen oder irgendwie. Ihr müsst ihn ziemlich weit kippen, damit ihr das von unten abschrauben könnt. Das ist nämlich unten dran. Und dann müsst ihr das auf der anderen Seite wieder ranmachen. Aufpassen, wegen dem Spiegelverkehrten, dass das halt, weil es ja die andere Seite ist, müsst ihr da achten, damit das dann auch, da ist so ein kleiner Nippel zum Einrasten und dann schnell festschrauben. Und dann könnt ihr das auch ruckzuck wieder aufbauen. Die Löcher für die andere Seite sind nicht vorgebohrt. Also ihr müsst praktisch, wenn ihr jetzt hier oben Löcher, also hier oben nicht, hier oben haben wir dann hier so ein Pinöppelchen, das kann man abmachen, da ist es dann drinne. Und hier oben auf dem Kühlschrank haben wir auch Schrauben. Aber, so, hier haben wir auch so ein Pinöppelchen. So. Hier haben wir auch so ein Pinöppelchen. Und da wird es ja reingemacht. Also da kommt das hier praktisch rein. Aber da haben wir dann unten noch so eine Verankerung. Und die Löcher, die müsst ihr bohren. Also da müsst ihr hier in den Kühlschrank die Schraube ansetzen und dann selber Löcher machen. Unten, nee, hier oben. Hier, ich möchte mal hier unten hin. Bei diesem Teil, also von der Unterseite hier, beim Fach hier, ist so ein Plasteteil, wo ich hier gerade anfasse, so ein weißes. Und da müsst ihr dann die Schraube müsst ihr selber, da ist kein vorgebohrtes Loch oder irgendwas, das müsst ihr selber machen. Und genau ganz unten auch. Aber einfach mit Schraubenzieher festhalten und drehen. Und dann greift ihr in das Metall schon drin. Und dann ist es bombenfest. Aber wenn ihr dann halt tauschen wollt, wieder die Türen, habt ihr halt die Löcher da drin. So, jetzt machen wir unten nochmal auf. Unten haben wir, also nicht wundern, ich habe die Folie noch dran, ne, am Kühlschrank und die Gefrierfach. Also hier komplett ringsherum ist hier noch die Folie dran. Ne. Wir haben ein großes Fach, noch ein großes Fach und ein kleineres Fach. Was auch schon größer ist als beim alten Kühlschrank. Und auch hier, seht ihr, hier haben wir das ganze Zeug aus Polen. Die ganze Wurst, das ist richtig schön vollgepackt. Und ja gut, Eis ist auch mit 2 Bechern mit drin, die hatten sie im Angebot. Kauf ein, bezahl zwei, kauf zwei, bezahl ein. Und dann halt hier auch nochmal ein großes Fach. Und also ich muss sagen, der macht sich sehr gut. Hat uns nicht enttäuscht. Wir haben es nicht mehr feucht im Kühlschrank. Wir haben es auch wieder kühl im Kühlschrank. Und nicht, dass die Butter mal hart, mal weich, mal keine Ahnung was ist. Ist in Energiesparstufe C. Das sollte übereinstimmen mit A++ sein. Nachdem sie jetzt mit der EU-Norm das anders gemacht haben, ist das jetzt ein C. Ich wollte eigentlich noch was Besseres haben, wenn es nach mir gehen würde. Aber das war vom Preis halt her nicht machbar, weil da bist du gleich bei 1000, 1500 Euro mit bei. Ich habe auch welche gesehen, dann halt hier 2 Meter hoch und so mit Eiswürfel und mit Wasser rauskommen und sowas alles. Das ist für 700 Euro und so. Selbst das war im Preis nicht drin. 44, glaube ich, oder 22, bin mir nicht sicher. Von 700 noch was runtergesetzt. Ist ein guter Preis. Ich war bis jetzt mit Amica zufrieden, deswegen wieder an Amica. Ja, ich hoffe, der hält genauso lange wie der andere. Den habe ich halt gesagt, den soll Otto dann mitnehmen. Und ja, den haben sie dann auch mitgenommen. Aber die Papiere haben sie nicht mitgenommen und die Folie, da haben sie gesagt, da haben sie keine Zeit und keinen Platz für. Das muss ich selber entsorgen, obwohl ich gesagt habe, das sollen sie mitnehmen. Naja. Und jetzt ist er hier und wir haben endlich wieder einen vernünftigen Kühlschrank. So, den wollte ich euch nur vorstellen.
Mir gibt es ja nichts zu sagen. Also, wenn ihr da Fragen habt zum Amiga-Kühlschrank, wie gesagt, das ist mein zweiter. Der andere hat. Du bist jetzt 8. Klasse, wa? 8. Wann hatte ich den geholt? Nee, den hatte ich vor dir schon geholt. Den müsste ich um die 10 Jahre gehabt haben. Und der hat auch noch wunderbar funktioniert, relativ. Außer dass halt Wasser drin gestanden hat, im Boden und auf der ersten Platte. Und dass halt hinten Eis dran war und dass unten zu schnell vereist ist. Und hat er sonst wunderbar funktioniert. Und dass die Fächer halt kaputt gegangen sind nach und nach. Das hat er wunderbar funktioniert. Und wenn der jetzt auch nochmal hier locker 10 Jahre hält, bin ich zufrieden. So. Aber das soll es auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Falls ich das Video rechtzeitig posten kann. Bei Otto sind gerade die Angebote, wie gesagt, 799 runter auf 344. Wir haben auch noch andere Geräte, auch von Sharp und Privileg und was weiß ich, alles mögliche. Und dann haben sie noch einen Öko-Bonus. Bei manchen Geräten, da kriegst du 100 € Rabatt, weil es ein Öko-Dingsbums ist. Aber die sind bei ein paar 100 €. So, aber nichtsdestotrotz. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.